Frau Ballon, wenn man sich jetzt nicht Aug in Aug trifft im Supermarkt, welche Verantwortung spielen denn die sozialen Medienplattformen an dieser Entwicklung? Also Desinformation, Verschwörungstheorien, Diskriminierung, Hass. Wie groß ist der Einfluss? Der Einfluss der sozialen Medien auf die Entwicklungen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, ist enorm. Das kann man nur so sagen. Ob sie jetzt bewusst oder nur mittelbar davon profitieren, das vermag ich jetzt auch nur zu mutmaßen. Allerdings sind sie maßgeblich daran beteiligt, dass sich Hass und Hetze und auch alles, was vor allem mit Bildmaterial und Verleumdungen zu tun hat, wahnsinnig schnell verbreitet, dass Betroffene auch niemals wissen, ob sie überhaupt alles gesehen haben. Es gibt ja auch geschlossene Gruppen und private Profile. Das heißt, man weiß auch nie, ob man alles entfernt hat, ob man sich wirklich um alle Inhalte kümmern konnte. Und es ist leider nicht so, wie unser Gefühl es uns vielleicht sagt, der Post von heute ist schon morgen Schnee von gestern, sondern es holt leider Betroffene auch immer wieder ein. Und wir sehen das eben vor allem, wenn diese politische Komponente da hinzukommt. Auch vor allem Falschinformationen bewusst eingesetzt werden, um da auch die demokratische Legitimierung von gewählten AmtsträgerInnen zu untergraben. Jetzt sind die Freien Wähler ja auch noch an der Regierung. Und da wird ja immer gesagt, irgendwann kommt der Tag der Abrechnung. Das ist ja etwas, was ganz oft in den sozialen Medien von der Querdenkerbewegung vor allen Dingen immer propagiert wird. Auf der anderen Seite gibt es natürlich, sagen wir mal, scharfe Kritik. Die muss auch erlaubt sein an der Regierung und auch an den regierenden Politikern. Also, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Wo hört die Meinungsfreiheit auf und wo beginnt die Hassrede, Herr Dr. Mehring? Ich glaube, das ist legislativ und über die Bayerische Verfassung und unser Grundgesetz sehr klar definiert. Die Meinungsfreiheit ist eines der höchsten Güter, über das wir verfügen in unserer Gesellschaft, sehr zu Recht und aus meiner Sicht auch einer der zentralen Grundpfeiler unserer Demokratie. Genauso wichtig ist es aber auch zur Kenntnis zu nehmen, wo die Meinungsfreiheit endet, nämlich da, wo Rechte anderer betroffen sind. Und ich glaube, genau dieses Spiel mit dieser Drohkulisse, es wird der Tag der Abrechnung kommen, zu versuchen, da politischen Einfluss zu nehmen, ist ein ganz erheblicher Teil des Problems, über das wir heute diskutieren. Da wird versucht, Politik zu machen von deutlich formuliert politischen Rattenfängern, also solchen, die als politische Geschäftemacher versuchen, auch über gezielte Desinformationskampagnen, so haben wir das jetzt intensiv in der Corona-Pandemie erlebt, ihr Gift auszustreuen, die Gesellschaft zu spalten und daraus politischen Profit zu schlagen. Und das Ganze findet immer stärker im digitalen Raum statt. Auch da war das Aufnehmen, was Frau Ballon sagte, Corona natürlich ein Trigger. Die Menschen konnten sich nicht mehr treffen am Stammtisch, nicht mehr treffen auf den Sportplätzen, sondern eine Meinungsbildung war verlagert in den digitalen Raum. Und da, glaube ich, ging es einmal aufgeheizt dazu, aufgrund dieser Politisierung durch die Corona-Pandemie. Zum anderen funktioniert digitale Meinungsbildung aber halt in vielerlei Hinsicht anders als Real-Life-Meinungsbildung. Da gibt es keine soziale Kontrolle. Da werden Dinge gesagt, die man am Stammtisch, wo man für das, was man sagt, mit dem eigenen Ruf haftet und mit dem eigenen Namen haftet. Die gibt es da nicht. Das heißt, da kann man anonymisiert Dinge sozusagen in eine Facebook, in eine Instagram-Blase hineingeben. Es gibt kein soziales Korrektiv dafür und man haftet nicht mit dem eigenen Namen. Und das ermächtigt ganz offenkundig viele, da Dinge zu sagen, von denen ich überzeugt bin, dass sie Gleiches am Stammtisch und Gleiches am Sportplatz nicht sagen würden. Und deshalb auch diese Spirale, die, glaube ich, die Dinge da noch wesentlich intensiver macht. Und wir sehen halt leider auch am Fall Lübcke und an vielen anderen Beispielen, dass das Wort der erste Keim ist und dass anschließend womöglich die Taten folgen und daher werdet den Anfängen. Auch dieses Unübersichtliche dieses globalen sozialen System, sozialen Netzwerksystems, dass man eben auch sozusagen fast hilflos dasteht. Frau Ballon, wir kommen gleich nochmal auf die Möglichkeiten, sich da zu wehren. Aber haben Sie sich eigentlich schon mal überlegt, einfach zu so einem User nach Hause zu fahren? Das habe ich bisher nicht getan. Wäre mal eine spannende Idee eigentlich. Insbesondere deshalb, weil ich fest davon überzeugt bin, dass sich ein erheblicher Teil des Problems dadurch auflösen ließe. Einfach deshalb, weil ich in der Unzahl an Bürgersprechstunden und in vielen hundert persönlichen Gesprächen die Dinge, die wir heute im digitalen Raum bemängeln, noch nie erlebt habe. Und ich bin mir auch sehr sicher, bei vielen
für die da vor der Tastatur irgendwie der Verstand auszusetzen scheint, wäre das nicht der Fall, wenn man sich face-to-face gegenübersetzen würde. Also vielleicht eine gute Idee. Meistens scheitert es an der Zeit, ehrlicherweise auch ein Teil des Problems, einfach deshalb, weil man ja als Politiker, wenn man diese Kommunikation sucht auf der Landesebene, mit ein paar hundert Kommentaren unter so einem Post konfrontiert ist. Und möglicherweise ist es tatsächlich auch ein Teil des Problems, Frau Ballor, dass man sich dann gar nicht die Zeit und die Muße nimmt, das jeweils im Einzelnen zu kontern, sondern die Neigung hat, Dinge einfach stehen zu lassen. Was man, glaube ich, im Rahmen einer Real-Life-Veranstaltung niemals tun würde. Also ich stelle mir das immer so vor, wenn ich eine politische Rede halte, in einem Festzelt oder wo auch immer, und anschließend gäbe es eine Wortmeldung des Inhalts, was ich so auf Facebook oder Instagram manchmal zu lesen bekomme. Dann würde ich niemals die Dinge so stehen lassen, sondern würde wortreich gerade rücken, was es zu gerade rücken gilt. Im Internet ist die Neigung, naja, ein solcher Kommentar, 399 andere, lasse stehen, mach den nächsten Post. Und das führt, glaube ich, dazu, dass diese Toleranzschwelle, so ist meine Beobachtung, auch immer mehr sinkt. Und umso wichtiger ist es, dass wir auch seitens der Politik und des Rechtsstaats dafür klare Verhältnisse sorgen. Mir kommt es immer so vor, als ob der Rechtsstaat vor dem Computerbildschirm enden würde, weil wir für diese neuen digitalen Medien noch keinen Modus gefunden haben, um die Dinge fassbar zu machen. Ich vergleiche es mal mit der Außenpolitik, weil das immer mein Forschungsfeld als Wissenschaftler war. Da haben wir ein ähnliches Problem. Früher war klar, eine außenpolitische Herausforderung ist dann da, wenn Panzer an Grenzen stehen. Dann ist Krieg und dann müssen wir Diplomatie und Außenpolitik machen. Heute ist Cyberkrieg, heute gibt es Attacken im Internet, heute gibt es Handelskriege, die werden gar nicht mehr wahrgenommen und es sind aber trotzdem gleiche strukturelle Herausforderungen. Und genauso ist es, glaube ich, auch im Bereich der Hate Speech. Da ist uns allen klar, dass wir ein Problem haben, wenn jemand am Stammtisch eskaliert oder am Fußballplatz oder im Bierzelt. Wenn es im Internet geschieht, haben wir alle so die Neigung zu sagen, naja, ich sag's mal auf Bayerisch, ein Depp, aber das stehen zu lassen und einfach weiter zu scrollen und nichts dagegen zu unternehmen. Und solange das so ist, ist das, glaube ich, eine Spirale, die niemals aufhört und die es dringend zu durchbrechen gilt.